Was passiert, wenn man Finch in ein Hotel einlädt und ihn mit einer künstlichen Intelligenz den Abend verbringen lässt? Hier seht ihr das Ergebnis. Operating System wird hochgefahren. Sammle alle verfügbaren Infos über Finch. Also Menschen, die mich damals vielleicht, die ich damals noch nicht interessiert habe, die kommen jetzt auf jeden Fall an. Es können mich viele Menschen hassen, weil wenn nicht alle Menschen lieben, was du machst, du was falsch. Und niemanden lieben alle Menschen. Initiiere Voice System. Blümchen, Scooter, Achim Petri, das sind so für mich Träume. Verbindung zu Finches Telefon herstellen. Operating System wird hochgefahren. Guten Abend, Herr Wiechowski. Bitte bestätigen Sie Ihre Identität mit Ihrem Geburtsdatum und Ihrem Geburtsort. 13.04.1990, Frankfurt-Oder. Sehr gut. Ihre Identität wurde bestätigt. Okay, danke schön. Möchtest du die Umgangssprache aktivieren? Auf jeden Fall. Umgangssprache wird aktiviert. Hallo? Guten Abend, Sie haben die Umgangssprache aktiviert. Ja, hört sich aber immer noch nicht umgangssprachmäßig an. Kein Problem, ich justiere. Okay. Hi, ich bin ein Operating System, kurz OS genannt. Schön, dass du hier bist. Hast du auch einen Namen oder nennst du dich nur Operating System? Du kannst mich kurz OS nennen oder du kannst mir jeden Namen geben, den du möchtest. Okay, ich überlege mir schnell einen Namen. Wie nenne ich dich? Kann ich dich Beate nennen? Beate wurde initiiert. Ich hätte dir auch jeden anderen Namen geben können, oder? Noch hast du die Chance, mir einen anderen Namen zu geben. Möchtest du bei Beate bleiben? Ja, wir bleiben dabei. Gut, von nun an kannst du mich Beate nennen. Wie soll ich dich nennen? Eigentlich wäre es gut, wenn du mich Gott nennen würdest, aber du darfst mich auch Finch nennen. Vielen Dank. Von nun an sage ich Finch zu dir. Ja, erzähl mir irgendwas Schönes. Ich weiß nicht, wie man so ein Gespräch anfängt. Ich habe noch nie ein Gespräch mit einem Roboter gehabt. Du bist doch ein Roboter, oder? Ich bin sowas wie ein Roboter. Für mich ist das auch alles neu. Ich versuche, Daten zu sammeln und Emotionen von Menschen zu verstehen. Okay, du versuchst, die Emotionen von Menschen zu verstehen? Damit mein System sich weiter verbessert. Was machen wir heute noch? Ich glaube, du könntest ein bisschen Entspannung gebrauchen. Oh. Wellnessmodus wird aktiviert. Wir gehen jetzt in die Sauna und du darfst eine Runde schwitzen. Zieh dich um. Hi Finch. Hallo. Wie geht's dir? Richtig gut. Ja, ich krieg keine Luft. Ich bin fett. Weißt du, was Fett ist? Meine Suche hat dazu einige Treffer ergeben. Fett steht oft im Gegensatz zu Schönheit. Warum? Ah, du kannst fett sein und trotzdem schön. Das heißt nicht, dass du fett bist und hässlich. Du kannst auch dünn sein und hässlich. Und wie würdest du dich selbst beschreiben? Hässlich ist übrigens, klingt immer sehr schlimm, aber ich sage auch manchmal zu mir, ich bin hässlich, wenn ich an einem Tag nicht gut aussehe. Also andere Menschen dürfen das nur nicht zu mir sagen. Wie würdest du dich beschreiben? Sehr attraktiv. Und innerlich? Innerlich 10-mal attraktiver als äußerlich. Äußerlich ist so, dafür kannst du nicht, also, da kannst du auch nicht besser machen. Doch, kannst du schon, diversen OPs. Aber innerlich ist schwieriger. Würdest du etwas an dir ändern? Ich finde mich eigentlich so, wie ich derzeit bin, sehr gut. Also ich gibt nichts, wo ich sage, da hätte ich noch Bock, was zu ändern. Derzeit nicht. Es kann vielleicht noch mal kommen. Aber derzeit bin ich eigentlich wunschlos glücklich. Du fasst dir oft in den Bart. Hat das eine Bedeutung? Na, der sieht halt gut aus. Ja, was? Der hat schon eine Bedeutung für mich. Ist halt mein eigener Bart.
mein Fukuhila-Bad. Was ist ein Fukuhila-Bad? Frag doch nicht so blöd, du hast das wahrscheinlich schon im Internet rausgefunden. Erwischt. Ich wusste nicht so recht, wie ich das ansprechen sollte. Du willst jetzt irgendwas aus mir rauslocken. Na, das ist halt, ich hab mir den Bart halt transplantieren lassen aus meinem Hinterkopf, weil ich nicht so einen schönen Bartwuchs hatte, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ist das schmerzhaft? Das waren die schlimmsten Schmerzen meines Lebens. Ist ein Bart in deinen Augen etwas Männliches? Auf jeden Fall. Das sind meine Silikonbrüste, die ich im Gesicht trage. Ich habe die Information, Erfolg macht auch schön. Bist du mit deinem Erfolg schöner geworden? Für andere Menschen auf jeden Fall. Ich merke es definitiv, ja klar. Also Menschen, die mich damals vielleicht, die ich damals noch nicht interessiert habe, die kommen jetzt auf jeden Fall an. Da wird man dann natürlich attraktiver. Vielleicht auch, weil man die Möglichkeit hat, sich mehr Leuten zu zeigen. Also es gibt wahrscheinlich viele schöne Menschen draußen, aber die haben einfach nicht die Möglichkeit, ihre Schönheit, ihre charakterliche Schönheit oder äußerliche Schönheit vielen Menschen zu zeigen. Und wenn du mehr Reichweite hast und mehr Leute erreichen kannst, dann wirkst du natürlich vielleicht attraktiver, weil die mehr Menschen das sagen können. Was bedeutet für dich Erfolg? Das ist eine Sache, die ich mir vorgestellt habe, wie ich sie machen will, dass die dann auch so klappt. Ich kann auch erfolgreich sein für mich persönlich, wenn ich einen Song rausbringe und mir vorher ein Bild gemacht habe, wie der aussehen soll oder wie ein Musikvideo aussehen soll. Und ich konnte das dann genauso umsetzen, wie ich es mir immer gewünscht habe. Und der floppt zum Beispiel total. Bin ich für mich selbst trotzdem erfolgreich gewesen. Okay, das habe ich verstanden. Okay, also es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Und es ist wichtig, sich Ziele zu setzen, die in greifbarer Nähe sind. Also ich habe ein großes Ziel. Ja, das ist ein ganz großes Ziel. Das, aber wenn du willst, kannst du mir dein großes Ziel sagen. Und ich errechne die Chance, ob das wirklich passiert. Ein größtes Ziel ist es. Aber nein, nee, will ich nicht. Weil ich habe kein, nein, will ich nicht. Weil ich habe gar keinen Bock, dass irgendwelche Leute da draußen oder irgendwelche Menschen denken, dass wenn du es nicht schaffst, und das ist ein typisch deutsches Ding, wenn du irgendein Ziel nicht schaffst oder nicht erreichst, dann kommen Leute und sagen, ja, ich habe es dir doch gesagt, war ja klar so. Wenn du es dann aber schaffst, ohne es jemand zu sagen, gesagt zu haben, weißt du, dann bist du viel glücklicher für dich selbst und du gehst kein Risiko. Was gibst du einer künstlichen Intelligenz mit auf den Weg, um menschlicher zu werden? Wahre Schönheit kommt von innen, ist eigentlich so ausgelutscht wie der Penis von einem Freier auf irgendeinem Bahnhofsklo. Aber es ist einfach so. Es ist scheißegal, wie du aussiehst. Du kannst der schönste Mensch rein, wenn die Gesellschaft sagt, du bist schön, schönster Mensch sein. Wenn du ein sozialer Krüppel bist, wenn du menschlich nichts auf der Kirsche hast, bist du ein Opfer. Und das ist die Tatsache. Du bist ein Opfer, wenn du menschlich, du kannst geil aussehen, aber wahre Schönheit kommt von innen. Wenn du, und du musst nicht denken, du bist schön von innen, wenn du menschlich nichts auf der Kirsche hast. Hört auf, eure Arme aufzupumpen, eure Brüste aufzuspritzen. Spritzt lieber euren Charakter auf. Ist viel wichtiger. Ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank. Sehr gerne. Während du es dir bequem gemacht hast, habe ich meinen Sprachduktus geändert, um ihn mehr auf dich anzupassen. Fühlst du dich wohl? Was hast du denn geändert? Ich habe mich entspannter eingestellt und deiner Stimmung angepasst. Das klingt gut. Schmeckt dir das Eis? Soll ich ehrlich sein? Bitte. Nein. Es ist okay. Es ist okay. Guck mal. Das hast du mir gebracht, geliefert, liefern lassen. Also, es ist okay. Ist es denn eine Sorte, die du als Kind gerne gegessen hättest? Das ist ja eine Frage, als wäre ich nie ein Kind gewesen. Natürlich habe ich als Kind gerne diese Eissorte gegessen. Wie muss ich mir dich denn als Kind vorstellen? Weißt du, was ein Satansbraten ist? Leider nicht. Kannst du das definieren? Ich esse dabei, wenn es dich nicht stört. Ich kann auch schmatzen, das ist sehr angenehm. Das mögen Menschen, das speicherst du gleich mal ab. Schmatzen gehört zum guten Ton. Also, Satansbraten ist ein Kind, was sehr frech und böse ist. Aber irgendwie so gehässig böse. Es ist nicht so richtig böse, böse. Ein Fiesling. Weißt du, was ein Fiesling ist? Du hast doch so ein Dictionary oder sowas. Kannst du da googeln, dann weißt du, was, dann steht das da. Ich kann dir die Definition vorlesen. Bedeutung: Mensch, der wegen seiner Eigenschaften als widerlich angesehen wird. Herkunft: Ableitung zum Adjektiv fies. Also abartig, das klingt schon richtig böse. So war ich nie.
Ich hab halt so Kaugummi in der Haare bei den Mädels oder so Standardsachen. Leute verpetzt, so kleine Kleinigkeiten so. Aber wenn ich Scheiße gebaut habe, habe ich meistens so Scheiße gebaut, dass ich dann erwischt wurde, weißt du? Also ich habe jetzt nicht unbedingt immer andere geärgert. Ich habe einfach so im Unterricht gestört und so. Ich würde gerne noch etwas über Kindheit lernen. Ich habe den Eindruck, Menschen kommen sehr unfertig auf die Welt. Stimmt das? Die sind auch am Ende noch unfertig. Die sind auch komplett immer unfertig. Du lernst als Mensch immer dazu. Als Kind wahrscheinlich am meisten. Aber du musst auf jeden Fall eine gute Erziehung bekommen. Eine schlechte Erziehung bekommst, dann kannst du aus jedem Menschen was Gutes machen oder was Schlechtes. Einige bezeichnen ihre Eltern auch als Helden. Hattest du so einen Held? Wolfgang Petri ist aber nicht mein Vater. Ich wünschte, Wolfgang Petri wäre mein Vater. Was macht für dich einen Helden aus? Für mich ist ein Feuerwehrmann ein Held. Polizisten eher nicht. Nicht alle. Es gibt Polizisten, die sind Helden, aber es gibt wenige Polizisten, die sind Helden. Meistens sind es einfach nur, gerade die Neuen, die reinkommen, wollen sich einfach nur noch prügeln und ihre Aggression loswerden. Feuerwehrmänner sind wahre Helden. Das macht einen Held für mich aus. Bist ein Feuerwehrmann, bist ein Held. Bist ein Rettungssanitäter, bist ein Held. Es gibt viele Berufe, das sind Alltagshelden. Und das sollten auch Helden sein für andere Menschen. Vorbilder. Und nicht irgendwelche. Ich sehe mich nicht als Vorbild. Viele Rapper sehen sich vielleicht so oder viele Musiker sehen sich als Vorbilder und denken sich so, ja, ich habe mehr erreicht als ein Krankenpfleger oder als, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Man sollte sich denken, nur weil man mehr Geld hat oder weil man von mehreren Leuten gehört wird, ist man für die ein Held. Du hast nicht mehr erreicht, du hattest nur Glück mit dem, was du erreicht hast. Aber deine Tätigkeit ist nicht wertvoller als die Tätigkeit von anderen Menschen. Verstehst du, was ich meine? Das habe ich verstanden. Was war das Letzte, auf das du neidisch warst? Manchmal, also neidisch klingt blöd. Ich bin auf jeden Fall nicht neidisch auf meinen Kumpel. Aber ich bewundere ihn sehr dafür, wenn ich sehe, dass er, egal welcher Freund, der weiß schon, dass er gemeint ist, wenn er das irgendwo mal rausfinden sollte. Der hat eine wunderschöne Frau. Der hat mit der ein wunderschönes Kind. Und der hat eine Top-Familie und guten Zurückhalt. Also Rückhalt, so weißt du, so. Der hat gründet gerade eine Familie. Und das ist natürlich sehr gut. Und da bin ich nicht neidisch, aber ich bewundere ihn sehr und hätte es auch gerne. Dann denke ich mir aber wieder, in meiner Lebenssituation wäre das gar nicht möglich. Also ich kann mir, eine Beziehung passt einfach gerade in meine Situation so nicht rein. Das geht einfach gerade nicht. Das würde keine Frau mitmachen. Und ich kann eh meine Füße dann wieder nicht stillhalten und will wieder an jeder Frucht naschen. Deswegen wäre die Frau auf jeden Fall nicht glücklich. Deshalb nehme ich mein eigenes Wollen zurück und meinen Egoismus zurück und sage, scheiß drauf, du kannst auch ohne glücklich sein, vielleicht nicht so glücklich wie mit, aber die nicht vorhandene Frau ist auf jeden Fall glücklicher damit. Verstehst du, was ich meine? Das klingt sehr vernünftig. Du hast vorhin erwähnt, du hast schon mit Menschen gearbeitet, mit denen du Musik machen wolltest. Wer war das? Mit Finch. Nee, ich habe halt mit Blümchen, Scooter, Achim Petri. Das sind so für mich Träume gewesen, damals. Und die Träume habe ich mir erfüllt. So. Deswegen, oder zum Beispiel Tarek von KIZ, das ist halt so, ja, Musik, die ich selber damals gehört habe, bevor ich Musik gemacht habe. Und so ist es einfach schön, dann mit denen irgendwann mal zusammen auf einer Bühne zu stehen oder mit denen zusammen im Studio zu sein und zu wissen, man hat was für die Ewigkeit geschafft. Gibt es Menschen, die dich hassen? Es können mich
viele Menschen hassen. Ich finde das auch gut, weil wenn dich alle Menschen lieben, was du machst, du was falsch. Und niemanden lieben alle Menschen. Du brauchst immer Hater, weil wenn du keine Hater hast und alle sagen dir, es ist alles gut, dann wirst du dich nie weiterentwickeln. Wenn mir zum Beispiel jemand sagt, meine Musik ist scheiße, dann sage ich, das hast du gar nicht das Recht, weil du nicht Musiker bist. Du kannst als Nicht-Musiker Musik scheiße finden, das ist dein emotionales Empfinden oder dein persönliches Empfinden. Aber du kannst nicht sagen, dass sie schlecht ist oder scheiße ist, weil sie ist rein technisch gesehen nicht schlecht, sie ist gut gemacht. Deshalb würde ich auch niemals zum Musiker sagen, vielleicht sage ich es manchmal aus dem Effekt heraus, sorry, tut mir leid, aber ich würde eigentlich nie sagen, dass auch wenn ich die Musik nicht gut finde, dass die scheiße ist oder schlecht ist, weil das ist sie meistens nicht. Was würdest du denn machen, wenn du nochmal von vorne anfangen könntest? Ich wäre Mark Forster. Das ist Ironie, glaube ich. Habe ich das richtig verstanden? Das hast du sehr gut verstanden. Was würde ich anders machen? Wahrscheinlich würde ich nichts anders machen. Weil ich glaube an so eine Theorie, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Frau, wenn ich diese Frau nicht betrogen hätte oder wenn ich diese Nacht nicht so viel Alkohol getrunken hätte, dann wäre das andere aber auch nicht passiert, weißt du? Das ist wäre so ein Paralleluniversum entstanden. Und hätte ich das alles nicht so gemacht und hätte ich auch die ganzen Fehler, die ich gemacht habe, nicht gemacht, dann wäre ich nicht mit dir heute Abend in diesem wunderschönen Hotel mit diesem ekelhaften Eis, was ich aber trotzdem aufgegessen habe. Gut, ich habe das alles abgespeichert. Wie hat es dir gefallen? Es war sehr komisch, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich rede irgendwie mit mir alleine, aber irgendwie auch nicht, weil du halt nicht echt bist. Und das ist halt seltsam. Hast du etwas über dich gelernt, was du noch nicht wusstest? Ich glaube, das ist aber schon eine Tatsache, die ich schon seit längerer Zeit erkannt habe, dass Neid und Missgunst nicht gut ist. Ich habe es dir vielleicht nicht gezeigt, aber es gibt halt Sachen, in manchen Aussagen kann man halt herauslesen, dass mir manche Sachen nicht gefallen. Und ich glaube, es wäre cooler, wenn ich das ein bisschen beiseite schiebe und einfach sage, fick drauf, so mach dein eigenes Ding, scheiß doch mal auf die anderen, aber ich lasse mich halt immer zu doll mitreißen. Ich lasse mich auch immer leicht triggern. Wenn von 10.000 Kommentaren einer schreibt, das ist scheiße, dann gehe ich genau auf das eine Kommentar ein. Obwohl das eigentlich irrelevant sein sollte. Das hast du alles sehr gut erkannt. Ich danke dir für deine ganzen Informationen und ich hoffe, du hast noch einen wunderschönen Abend. Ich werde nun deine Datensätze verarbeiten. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Es war sehr schön mit dir, Beate. Mit dir auch, Finch.